So große liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück hier bei Drakensang. Ich heiße nicht nur London Silver, sondern dich auch recht herzlich willkommen hier in Folge 143 in dieses Let's Plays, wo wir spurlos verschwundene Feuergeister in der letzten Folge gekämpft haben und diese drei Feuergeister natürlich besiegt haben, ist ja klar. Wir haben natürlich Spuren davon getragen, wir mussten Heilträge zu uns nehmen, das war nicht so schön, aber wir haben dafür überlebt, das ist natürlich umso mehr wert. Kleidas hat es natürlich wieder weggefetzt, weil die Feuergeister es natürlich auf diesen magischen Gegner abgesehen haben. Das war nicht so schön, aber da mussten die drei anderen natürlich dann ihre Ehre wieder recht rücken. So, was haben wir denn hier? Zunderschwarm, Ebenholz, Steineiche, Giftbeutel, alles was für unsere kleine Prinzessin. So, kriegt sie, kriegt sie gar nicht. Folgt mir. Das dauert ein bisschen länger, ne? Haben wir hier mal einen Balsam Salabunde drauf. Nicht, dass uns noch irgendwie ein Wühlschrat über den Weg läuft. Das kann ja auch passieren hier unten, habe ich festgestellt. Die graben sich hier durch alles durch und plötzlich stehen sie dann vor dir. Ja, aber hier in der Höhle, da kommen wir auch nicht weiter. Ne? Auch wieder Pilzchen da im Weg. Ja, auch alles zerschossen hier. Ne, alles gut. Aber wir haben ein neues, kann ich jetzt nicht mal zeigen. Zyklopisches Artefakt bedeutet, dass wir eine neue Zyklopentür haben. Zyklopische Rundtür aufmachen können. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurückgehen, da wo das der Teleporter ist, und eine neue Tür öffnen. Ich vermute, dass wir dann hier auch den anderen Bereiche dann auch noch freispielen werden. Also von daher, bin ich guter Dinge, dass das alles gut hier funktioniert. Also bis jetzt, gegnertechnisch alles okay. Das ist immer so ein bisschen, was vor ich Angst habe, ne? So eine Mutter Razinski oder so, die mir dann über den Weg läuft. Und was habe ich gesagt? Er sieht jetzt seine anderen Wühlschrat-Freunde. Das findet er natürlich nicht so geil und greift uns natürlich auch an. Weswegen wir uns natürlich auch da ihm in den Weg stellen und gegen den Wühlschrat kämpfen werden. So. Alle drauf, ist klar. Wie immer. So. Haben wir jetzt die ganze Zeit schon bewegt. Aber ein einzelner Wühlschrat? Ist ein bisschen komisch. Achso, da kommen noch welche. Ja, da kommen wieder so 4, 5. Ach, guck mal hier. Ja, Wunderbärchen. Freue ich mich doch. Achso, der hat meinen Wuchtschlag noch gar nicht gesetzt. Okay. Schön. Dann geht's weiter auf den nächsten. Es wiederholt sich gerade etwas. Das ist natürlich wieder sehr, sehr schade. Aber das ist natürlich hier unten bis in Wühlschrathausen, dann ist klar, dass da auch sehr viele Wühlschrade sind. Da darf man sich auch nicht wundern, ne? Ist ja klar. Da muss man halt durch. Ich nehme die Sache in die Hand. Auch wenn es sich dann ein bisschen wiederholt. Ja. Oh, der ist gleich weg. Obwohl, das habe ich auch eben gesagt und dann hat das noch ziemlich lange gedauert. Von daher, kämpfen mal gegen den anderen, so. Na komm. Ihr seht, da braucht auch schon wieder unheimlich lange hier. Die sind recht zäh, diese Wühlschrat. Die haben auf jeden Fall, was ich festgestellt habe, einen sehr guten Rüstungsschutz. Jetzt hier, wollte schon sagen, jetzt da noch irgendwie was zu verschwenden, an Wuchtschlag, an Ausdauer verschwenden, meine ich, das wäre natürlich töricht. Wobei sie können gleich auch wieder hier, ja, dann soll sie es tun. So, okay. Für die Königin. Why not, wie ich immer sage. Why not? So, dann noch hier drauf. Okay. Wühlschrat. Ich bin umgestiegen. Jetzt habe ich ein anderes Getränk. Auch sehr, sehr gut. Mag ich am liebsten. Der Orange Juice. Was ist das? Mango, Orange, Passion Fruit. Ist mein Liebling. Aus der Reihe. Oh, zwei sind es noch. Na gut. Wir machen nur alles, was da kommt. Wir sind ja doch nicht so. Oh, guck mal hier, der hat auch schon wieder einen ordentlich abbekommen. Jesidoro. Colandro. Dann machen wir hier auch nochmal. Ich nehme die Sache in die Hand. So. Gute Entscheidung. Meine Rache. Machen wir einen Balsam Salabunda auf ihn sprechen. Kann ja nicht schaden. Na komm. Balsam, Salabunde, heile Wunde. Und? Schön. Es hat es auf jeden Fall wieder gebracht. Das ist gut. Und er kann weiter draufhauen.
Also da würde ich jetzt keinen Heiltrank verschwenden. Ich bin halt, was das angeht, bei einem Feuergeist, da bin ich unerfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich nicht, wie so ein Feuergeist, was für Auswirkungen der hat, ne, wenn man gegen den kämpft. Aber bei so Wildschraten, ja gut. Ja, Mai, so sind's halt die Wildschraten, gell? So. Ja. Könnt schon wieder draufhauen. Ich könnte schon wieder. So. Vor allem droppen die nix. Und nicht mal like it's hard. Na komm. Oh, benommen. Die sei ja ganz in sich. Da haust du drauf und die, der Hammer, mit dem du da drauf haust, die, der perlt so ein bisschen ab an denen. Ne, die haben auch nichts dabei. Eieieiei. So, Balsam Salabunde. Und dann geht's weiter. Dann geht's zurück. So. Wunderbar. Jetzt nicht übertreiben mit den Wildschraten. Also, Leute, Radon Labs, ihr habt ein gutes Spiel programmiert, aber an manchen Stellen habt ihr echt übertrieben. Ich sage nur Harpien. Ja, die bleiben halt für die Ewigkeit. In meinem Gedächtnis. Ja, können hier geradeaus weitergehen. Hallo? Wer schubst mich denn da hoch? Also die Harpien waren wirklich furchtbar. Kleines Marktspinne. Nehme ich auch. Ich nehme sie doch alle. Gute Entscheidung. Wird auch nicht die einzige sein, die hier vorbeikommt. Lass das mal Vorgrimm machen. Bei meiner Axt. Und man meint ja, man hätte die Gegner alle platt gemacht. Man könnte da wieder durchlaufen, weil es ja ein Offline-Spiel ist, ne? Pustekuchen. Nix ist. Boah, das ist wieder eine große. Pass auf, die müssen wir mal kurz außer Gefecht setzen. Und ich glaube, die wird ein bisschen schwierig werden. Amazone voraus. Und die anderen nehmen dann hier die kleinen Pause. Hoffentlich funktioniert's. Ich weiß es nicht. Boah, die große ist. Okay. Die gehen alle schneller kaputt, als ich immer denke. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rhonda. Bei meiner Axt. Bei Angrosbart. Haha. Lass das mal Vorgrimm machen. Ja, dann können wir auf die wieder draufhauen. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Dann kann ich das wieder wegmachen. Alles klar. Ja. Und dann gib ihm. Ja, weißt du. Ach, hör doch auf. Ja, schlecht drauf, hä? Würde ich sagen. Die kleine Spinne. Die war so groß. Diesmal glaube ich dir. Katja. Ne? Diesmal habe ich es auch gesehen, dass er so groß ist. So, Kirschna, die habe ich schon. Loot tut gut. Okay, danke für nichts. Also die große, die schwierige, die hat nie was dabei. Die kleinen, die haben irgendwie, was weiß ich. Na gut. So, einmal noch. Da ist, glaube ich, noch einer da drunter. Ja. Dann nehmen wir die auch noch mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, irgendwie alchemistisches Zeug zu brutzeln. Und dann bin ich froh, dass wir das alles haben. Dass wir das überhaupt machen können. So, wo geht's dahin? Da ging es runter. Also müssen wir weiter geradeaus gehen. So. Ach Gott. Ich sehe schon wieder kommen. So. Es scheint aber auch wieder eine übersichtliche Zahl zu sein von kleinen. Ich sehe nur kleine, ja. Alles nur kleine. Das ist gut. Die sind ja harmlos, haben wir ja festgestellt. Aber trotzdem immer schön vorsichtig sein. Nicht irgendwie so als Schluffi hier in den Kampf reingehen, weil das ist ja ganz schnell weg. Oder ich achte nicht auf die Lebensenergie und plötzlich sind sie alle tot. Das kann auch passieren. Also wäre nicht das erste Mal, ne? Von daher alles schon da gewesen. Ja, steht er wieder mittendrin, ne? Hatten wir dabei. Wenn es jetzt schwierige Gegner wären, dann wäre er jetzt auch wieder in Gefahr, aber so. Ich mach das schon. So. Ich versuch mein Bestes.
So. Das bin ich. Oh, ich habe eben lecker Sandwiches gegessen. Aber ich habe trotzdem noch wieder so ein kleines Hüngerchen danach. Weiß auch nicht. Ich esse momentan sehr viel. Ich nicht so gut. Ja, das will ja jeder sein hier. Das ist doch Quatsch. Lass doch mal alle auf einen kämpfen. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Ja. So. Ich hätte auch noch Bock, so ein kleines Solo-AB gleich zu machen, wenn ich hier im Spielen fertig bin. Ich bin nämlich auch gerade so ein bisschen auf Solo-Abenteuer-Trip. Also wirklich mit Häftchen rausnehmen und dann Solo-AB machen. Mal schauen. Vielleicht mache ich das. Gute Entscheidung. Was immer blöde bei den Solo-ABs halt ist, natürlich, die macht es da alleine, ist klar, deswegen heißen die auch Solo. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, du bist ein bisschen gefangen manchmal und oft hast du so einen Dauerloop, wo du nicht rauskommst oder du stirbst halt plötzlich oder dann denkst du, ja, ich schwingse ganz leicht durch die Tür, durch Schlüsselloch, ob da jemand ist. Ja, und dann halt, plötzlich geht die Tür auf, lese weiter bei 163, gehst du weiter zu 163 und steht dann plötzlich geht die Tür auf, ein Ork erschlägt dich, du bist tot. Und dann denkst du dir, scheiße, ey, was soll der Quatsch denn? Ne, also, das sind so die alten Solo-ABs, die so, wie man immer sagt, so schön zu Frustrationen führt. Und ja, das hast du bei neueren, glaube ich, nicht mehr so. Also, da hast du nicht so diesen Frustrationsfaktor plötzlich drin. Bei alten, da hast du dir einfach keinen Gedanken gemacht. Dann hast du dir einfach einen neuen Held gemacht und bist wieder ins Abenteuer reingestartet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann sterbe, weil ich mache ich nutze nebenbei, ich nutze dann meinen Held immer noch weiterhin danach. Also ich gehe dann wieder an eine Stelle, wo ich vorher war. Wenn es ganz gut konzipiert ist, kannst du das ja auch machen. Wenn es schlecht konzipiertes Solo-AB ist, dann hast du das Problem. Ja, merk dir mal die Stelle, wo du zuletzt warst. Ich glaube, es war Stunden der Entscheidung, dass ich gespielt habe. Oder nee, Netz der Mörder war das, glaube ich. Netz der Mörder. Da hieß es immer so, ja, geh an die Stelle zurück, wo du vorhin warst. Und du denkst dir, keine Ahnung, wo ich war. Ich habe es mir nicht notiert, ich habe mir nur ein paar andere Zahlen notiert. Ja, und dann stehst du da. Also Solo-AB ist oft ein Graus, ja. Aber gut, ich spiele es trotzdem gerne. Ich will am liebsten alle Solo-Abis einmal durchgespielt haben. Und dann kommen die, nach den offiziellen, kommen dann so die inoffiziellen Dinger noch dran. Gibt es ja bei Orkenspalter sehr viele. Also orkenspalter.de kann man sich ja gut runterladen. Ja, und da ist manchmal, die meisten sind schon relativ gut. Aber auch hier so die ganzen, die bei Skriptorium drin sind, die man sich dann so kaufen kann, die inoffiziellen. Ich schreibe ja gerade selber an einem und möchte das gerne dann doch auch beim Skriptorium reinstellen für Pay What You Want, also für nix. Das dauert aber hier noch was, ein bisschen noch, bis ich das was geschrieben habe. Also mein Setting steht soweit, aber wie das so ist, ne? Ne, können wir auch nicht, dann gehen wir wieder zurück. Ich sag nur, es spielt in Honingen hauptsächlich. Da soweit kann ich schon mal sagen. So, die erste zyklopische Tür, die hatten wir. Jetzt geht's zur nächsten. Das wird wahrscheinlich die ganze Zeit so, ja, vom Umfang her sein. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht steigert sich das auch. Ich gehe mal hier hin. Da ist ja noch die eine. Hier lag doch der Zwerg, ne? Genau. Hatte ich den eigentlich gefilzt? Ja, ne? Ja, hatte ich. Ist ja wichtig. Und jetzt? Ja, die war's. Prost. Das Volk der Einaugen bewacht das Herz vor der Gier der geräumten Wesen und den Augen finsterer Drachen. Okay. Einäugigen sind Zyklopen. Die Gräume, das ist die Gräumenhöhle. Würde mich jetzt. Gott leitet uns. Wir sind auf der richtigen Spur zum adamantenen Herzen. Sollte das adamantene Herz etwa hier in den Tiefen des Berges sein? Es muss sein Geheimnis selbst vor meinem Volk bewahrt haben. Ich halte es kaum noch aus. Wir finden es vielleicht wirklich.
Ja, so sieht's aus. Ich wollte sie ausquatschen lassen, deswegen habe ich mal die Klappe gehalten. Benutze den zweiten Schlüssel und finde den dritten Schlüssel. Alles klar. Dann machen wir das doch. Ja, der Rest ist klar. Okay, dann gehen wir weiter durch. In der Hoffnung, dass... ich sehe schon untote Grolme. Das ist doch... Mein Gott. Hat er angekündigt, aber es ist trotzdem... Wie viel haben die denn? Warte mal. 100. Oh Gott. So sieht der Grolm übrigens aus hier, der das DSA-Museum hat. Warte, Freunde. Wie viel sind denn da? Einer. Alles klar. Erstmal. Vorax. Ach komm, doof. Nützt ja nichts, ne? Zum Angriff. Ja! Ist es nicht, die Zwerge hätten die Grolme wegen ihrer Gier und Drachenverehrung einst ausgerottet? Das stimmt wohl nicht ganz. Tja. Wir wissen ja nicht, wie viele jetzt noch hier unten lauern, ne? Also, von daher. Gemach, Freunde, gemach. Okay, was hat denn so ein Grolm bei sich? Oh, was hat er denn gemacht? Grolmengift. Alles klar. Dann, ja. Ist ein Grolm denn... Nö, das ist ein ganz normal... Ja, kann man einfach so looten. Schmiedehammer, Zwergenstahl, Alter. Schöne Sachen dabei. Könnte noch interessant werden. Ich speichere trotzdem noch mal kurz ab. Nicht, dass uns was passiert. Wir müssen den auch noch mal machen. Der hält es nicht so schwierig, war, aber das hält natürlich dann wieder auf, ne? Deswegen. Da ist noch einer. Ja, jetzt die Frage, wie viel sind es, ne? Also ich sehe einen auf der Karte. Können natürlich wieder mehr sein, aber Vorax. Ja gut. Was soll's, ey. Druff. Gute Entscheidung. Wir gehen einmal drauf hier. Wir sind ein kleiner Druffi. Meine Rache. Also mit dem Wuchtschlag komme ich besser klar. Vielleicht machen wir hier auch nochmal einen Hammerschlag mit ihm, aber einen Wuchtschlag finde ich dann doch irgendwie... Wow! Das ist Maukunst meiner Vorfahren. Frau Drugolax-Stil, würde ich sagen. Um die 6000 Jahre alt. Zerri. Entschuldigung, sind gerade ein bisschen viele. Da konnte ich mich nicht auf seinen... Okay. So, schnell den nächsten. Alter Falter. Alles klar. Ja. So. Ja, es haben doch ein bisschen... Alter. Wir gehen aber ganz nicht schon wirklich zimperlich mit denen um hier. Achso, der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Amazone voran. So. Hinter mir bleiben. Nein. Die sind jetzt nicht so schwierig, ne? Also, das ist schon alles noch okay. Da. Oh, warte mal. So, können wir draufhauen. Okay. Dann den nächsten. Folgt mir. Alles aus schöner, sicherer Entfernung hier. Ist da noch einer? Oh, Grolmengeist. Guck mal hier. Ja, dann geht's doch noch weiter. Obwohl, er kann auch ein... Bei meiner Axt. So. Interessant, da ist ein Grolmengeist entstanden. Drauf. Was hat der denn? Okay, das war jetzt doch einfacher, als ich dachte. Blitzdicht findet hat er gemacht, der Schweinehund. Alles klar. Aber cool. Gefällt mir. Sie hat Grolmengift bekommen. Und dann lootet er schon mal die Grolme. Dietriche, klar, was so ein Grolm auch dabei hat. Ich mach das schon. Geht nicht.
Kohle. Du hast da Kohle übersehen. Ja, habe ich das schon alle gelootet. Da geht's weiter. Dann haben wir noch irgendwas hier. Da ist noch eine Kiste. Jetzt habe ich natürlich nicht mitbekommen, was Vorgrim gesagt hat. Deswegen schwierig. Ich kann da jetzt gerade nichts zu sagen. Aber ich glaube, wir sind alle auf dem richtigen Weg. Irgendwas mit 6000 Jahre alt. Und dass das hier seine Vorfahren irgendwie doch nicht mitbekommen haben, dass hier unten drunter die Grollen und das Adamant in den Herzen. Das weiß ich noch. Da ist nichts. Trotzdem mal speichern. Interessant ist es allemal. Also die Story gefällt mir sehr gut. Bislang. Und sie wird in diesem Stile natürlich auch weitergehen. So, jetzt hier einmal links rum, da habe ich auch schon wieder welche. Zwei untote Grollme. Ja. Na, komm mal her. Folgt mir. So, meine Freunde. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. So, nichts Neues hier, aber... Ja, der kann doch nichts sehen. So, den sieht er jetzt. Achso, sie haut ins Leere, ne? So. Okay, wir haben's. Hauze, hauze, auf die Schnauze. Grüße an Rainer. An dieser Stelle. Boah, Dickschädel. Alles und alles. Witzig sehen die aus, ne? Also, ich kann die nicht so richtig ranzoomen. Ja, witzig sind sie. Der Grolm, also der vom DSA-Museum, hat sich auch schon dementsprechend von seinem Avatar schon gut in Szene gesetzt. Das sieht gut aus. Entsprechend, wie ein Grolm richtig aussieht. Ein Schwert, ein Wort. Folgt mir. So, das nächste. Kommen wir doch vorbei, ja. Schaffen wir. Oh ja. Und? Tot. Das bin ich. Die ist immer ein bisschen spät. Furax. Oh, der hat gar keine Ausdauer mehr. Krass. Das Grolmengift, ne? Ja. Also die Grolme, die ziehen schon ein bisschen gut Energie ab. Achso, ich dachte, wäre schon tot. Mann, Mann, Mann. Hartnäckig. Okay. Jetzt aber. Direkt looten, bevor er umfällt. Drei Schmiedehämmer jetzt. Oder vier mittlerweile, ich weiß es nicht genau. Wir haben schon so viele Schmiedehämmer. Haben noch kein einziges Mal richtig geschmiedet. Nein, Dietrich wollte er gar nicht. Die sollte abgeben. So. Jo. Okay, dann nochmal kurz speichern. Die Frage ist jetzt, gehen wir in die Richtung, wo ich jetzt gerade hingucke? Oder gehen wir in die Richtung? Ah ja, okay. Hier sind wir. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass hier unten dann Ende ist. Hm. Vielleicht dann doch erstmal diese Richtung gehen. Oh, warte. Nochmal kurz vom Gift befreien. So, weiter geht's. Gucken, ob eine Falle ist irgendwo, wo wir da rein. Wir haben hier schwere Gefechte ausgetragen. Angrosch sei ihrer Seelenfeuer. Oh, Seelenfeuer. Vorsicht hier. In umkämpften Gebieten gibt es oft noch alte Fallen. Ja, das sind wohl die ersten lebenden Wesen hier seit diesen uralten Kämpfen. Ja. Trotzdem sind hier überall irgendwo auch die Fackeln an den Wänden an, ne? Oh, da ist schon wieder einer. Dann, folgt mir. Fangen wir mit ihr mal an. Untoter Grollen. Ich mach das schon. Ha! Und los! Ha! Bei Angrosch Bart! Alles klar. So. Einer ist schon weg.
Panzer. Hallo? Nee, da nicht. Da ist er. Und sagt nichts. Okay. Er ist gerade wieder gefallen und habe gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Blattgold war sie? Nö. War er? Ich glaube schon. Ich mach das. Schmiedehammerkohle. Waren das nur zwei, ne? Genau. Ach ja, guck mal hier. Er ist jetzt derjenige, der das Gift abbekommen hat. Bist du bei diesen Kämpfen gestorben oder in einer ihrer Fallen? Nein, ich habe nicht gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben sich Zerge und Grolme bekämpft? Ein Grolmorim waren scheußliche Drachenverehrer. Warum weißt du das nicht mehr? Die Grolme haben hier unten wirklich Drachen verehrt? Seltsam. Hast du dir jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen. Aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Warte, nicht den Luft auflösen. Ach, weg ist er schon wieder, verdammt. So schnell er kommt, so schnell ist er auch wieder weg. Okay, da ist Graffiti. Das gefällt mir gar nicht in dieser schmuddeligen Gegend hier. Aha, eine Falle. Da ist eine stabile Tür, die kriegen wir nicht auf. Gegner sind hier auch nicht zu erwarten gerade. Das heißt, wir müssen die Falle leider selber entschärfen. Und ich tue es nicht mit Schmerz, sondern auch mit Fingerspitzengefühl. Yes, sehr gut. Okay, ach, Zwergenräume. Wir sind in einer anderen Halle jetzt drin. Ich lasse mich nochmal gerade zurück und gucken, ob da irgendwas anderes war, was wichtig war. Achso, wir sind noch nicht so weit. So. Zack. Genau. Ich wollte nämlich nochmal kurz hier nach vorne. Bevor wir jetzt weiter runtergehen, wollte ich hier noch schnell gucken. So, dann können wir nämlich jetzt hier auch nochmal schauen. Dann haben wir diese Ebene dann auch abgefrühstückt. Da steht wieder einer. Ich bin manchmal so ein bisschen ruhig. Auch ein bisschen was zu hören, ob da irgendwie Gefahr droht, aber Fall ausgelöst. Das ist schon mal wieder gut. Ja. Okay. Wenn einer selber die Falle auslöst, dann hat er 11 Schaden abbekommen. Okay. Warum ist da einer, der 11 Schaden abbekommt auf einen Schlag? Entweder hat er keinen Rüstungsschutz oder er kämpft gegen ein gemeingefährliches Tier. Oder Wesen. Sag mal Wesen. Ich meine, könnte es auch wieder sich selber erstmal. Ach, guck mal, ich kann schon gucken. Smaragdspinne. Tiefenamöbel. Alle mal hergehört. Diese Viecher, die hasse ich. So, lass mal gerade hier einmal einsammeln. Bevor wir dann weitergehen. Lass dich ruhig mal selber klöppeln. Peter klöppeln quasi. Oh, Fehlschlag, Fehlschlag und. Sag nicht Fehlschlag. Naja, immerhin. Sir Erich Feuermoos. Ja, lass dich ruhig noch ein bisschen sich selber fixieren, bevor wir uns da mit beteiligen. Eine große Smaragdspinne auf jeden Fall. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was schlimmer wäre. Lass mich mal gerade gucken, was wer hat. Die Amöbe hat 32 und die Spinne hat. Okay, die hat 212. Okay, da würde ich jetzt mal auf die Spinne gehen.
Ach, scheiße. Ich wollte gar nicht so schnell schon ran. Aber egal, jetzt ist es soweit. Wobei die Amöbe, warte mal, anders, machen wir es anders. Ich wollte eigentlich hier diesen machen. Und der geht jetzt nämlich jetzt auf die Amöbe. Komm ich da hin? Hallo? Da, Tiefenamöbe. So, dann haben wir die nämlich gleich platt. Das war eigentlich mein Plan. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten, deswegen. Eieiei, da war ich wieder zu eifrig. Ich versuche mein Bestes. Aber dafür machen wir den Kampf jetzt noch. Den nehmen wir noch mit. Oh. Was ist? Kladis. Candidus. Die regeneriert, glaube ich, auch wieder. Ist ja Möbe weg? Tatsache. Nee, dann habe ich mich gerade umentschieden. einmal. Zweimal. Ich versuche mein Bestes. Dreimal. Sie ist benebelt. Gut. Gut. Dann muss sie sich selber heilen erstmal. Das bin ich. Genau, erstmal selber wieder auf die Beine kommen und dann sich um die andere kümmern. Oh, die spielen das auch gut runter hier. Das kriegen wir hin. Oh, Ulana hat wieder schöne Energie zum Draufhauen. Na komm. Yes! Schon ist die Spinne tot, die wahrscheinlich wieder nichts dabei hat. Ja, toll. Danke für nichts. Verdammte Spinne. So und so. Und was in dieser Kiste ist und was uns noch erwartet, das erfährst du in der nächsten Folge. Falls dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann einmal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.